Hallo, liebe Freunde der Kirchengeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video über Gerhard Terstegen. Das ist so der Abschluss meiner kleinen Reihe über Persönlichkeiten des Pietismus. Gerhard Terstegen ist Vertreter des Pietismus. Man könnte sagen, er vertritt den mystischen, reformierten Pietismus, der nochmal eine ganz eigene Art von Prägung hat. Ich werde euch jetzt erstmal einiges über sein Leben erzählen und zum Schluss kommt dann noch eine kleine PowerPoint-Präsentation mit einigen Bildern, die ich selber in Mülheim an der Ruhr gemacht habe, um so ein bisschen zu zeigen, wie er dort oder wo er gelebt hat. Ja, Gerhard Terstegen, manche denken bei Terstegen an einen Fußballtorwart, es ist ein beliebter Nachname so im niederrheinischen Bereich, so im Grenzgebiet zu den Niederlanden. Dort kommt er her, er ist geboren in Moers am Niederrhein am 25. November 1697, als letztes und achtes Kind seiner frommen Eltern. Der Gerhard Terstegen, was also so viel, der Nachname bedeutet so viel wie zum Steg hin, der Gerhard, der da bei dem Steg gelebt hat oder so, der war ein kleiner, begabter Junge. Er hat zwar etwas Tragisches erlebt, dadurch, dass sein Vater schon gestorben ist, als der kleine Gerhard erst 6 Jahre alt war, aber vielleicht hat er sich deswegen umso mehr zurückgezogen aufs Studium, dass etwas aus ihm werden sollte. Er war sehr begabt, er konnte schon in der Schule Hebräisch, Griechisch, Latein und auch Französisch sehr gut. Das hat ihm dann später ermöglicht, viele Übersetzungen aus dem Französischen anzufertigen. Aber weil er halt keinen Vater mehr hatte, konnte er nicht einfach so studieren, sonst hätte er vielleicht Theologie studiert. Er musste etwas lernen, bei dem man sofort Geld verdient. So lernte er bei einem Schwager in Mülheim an der Ruhr, machte er eine Kaufmannslehre, kann man sagen. Mit 16 Jahren sehen wir den Gerhard so im Teenageralter, wo er so eine erste Hinwendung zum Glauben vollzieht, eine erste Erweckung, ein Ringen um den Frieden mit Gott. Und das brachte ihn dann dazu, dass er sagte, ich will eigentlich nicht Kaufmann werden, denn als Kaufmann muss man ständig mit Menschen sich abgeben. Es ist ein wuseliger Beruf, viel Zerstreuung und er sehnte sich eher danach, ja, Stille zu haben und Zeit für Gott und zum Gebet zu haben. Aber er musste natürlich Geld verdienen, so suchte er einen Beruf, den man in Stille ausüben konnte, sozusagen im Homeoffice. Und dadurch kam er dazu, ein Bandwirker zu werden. Also er stellte Schnüre her, Seidenbänder, glaube ich. Jedenfalls irgendwas, was er so zu Hause machen konnte und dann musste er seine Waren irgendwie verkaufen. Terstegen wollte also Stille haben, er wollte zurückgezogen leben, deswegen heiratete er auch nicht, wollte keine Kinder haben. Er ist also ein zurückgezogener Pietist, ein stiller Pietist. Er rang mit vielen Glaubensfragen, lebte in Einsamkeit sehr asketisch, dass es ihm tatsächlich gesundheitlich dann auch oft nicht gut ging. Er war auch sehr sozial, verteilte oft die wenigen Besitztümer, die er hatte, auch noch an noch ärmere. Viele verstanden ihn nicht, was das für ein komischer Kauz war, der so zurückgezogen lebte. Sogar seine Angehörigen verspotteten ihn. Und er selber war sich oft auch nicht so klar, ob dieses stille, zurückgezogene Leben wirklich so seine Erfüllung ist. Aber er fand Gott darin und kam Gott immer näher. Und ja, nach einer Phase des Zweifels kam er dann doch zu einer tiefen Glaubensgewissheit, die er dann schließlich 1724 mit einem ganz besonderen Akt besiegelte. Das hatte er irgendwo gelesen bei Blaise Pascal oder Madame Guyon, dass die sich mal mit ihrem Blut Jesus verschrieben hatten. Und so machte das Blaise
Gerhard Ter Stegen auch. Er nahm eigenes Blut, keine Ahnung, ritzte sich irgendwie was in den Arm. Und mit eigenem Blut schrieb er einen zweiseitigen Brief an Jesus. Den schauen wir uns nachher zum Schluss nochmal wortwörtlich an, was er da Jesus geschrieben hat. Er machte das sogar noch zweimal im Leben, auch immer im Abstand von 7 Jahren, 1731 nochmal, 1738 nochmal. Eine Hingabe mit ganzem Herzen sozusagen an Jesus. Nach diesem ersten Blutbrief begann er auch sozusagen aus der Einsamkeit herauszutreten und er begann öffentlich zu wirken. Er trat auf in Erweckungskreisen, er verfasste eigene Bücher, er übersetzte geistliche Literatur, er schrieb viele Briefe. Wir haben hier heute zum Glück eine wissenschaftliche Edition von Ter Stegens Briefen. Wer sich also ganz tief mal mit Ter Stegen beschäftigen will, der findet bei uns in der Bibliothek diese neuesten Ausgaben, wo seine Briefe editiert worden sind oder auch seine anderen Schriften, seine geistlichen Reden. Da kann man heute viel Ter Stegen-Forschung betreiben. Man hat da eine sehr gute Literaturgrundlage dafür. Er redete auch seelsorgerlich mit ganz vielen Menschen, die standen vor seiner Tür Schlange. Und irgendwann hatte er dann auch so einen Spenderkreis, der ihn unterstützte fürs Leben, sodass er auch endlich aufhören konnte mit seinem Handwerk, mit dem Bandwirken und frei war für die geistliche Arbeit und für die persönliche Stille weiterhin. Er hatte so seine Probleme mit der Kirche. Er wohnte zwar fast direkt gegenüber von der Mühlheimer Kirche, da ging er aber eigentlich nie zum Gottesdienst. Er soll auch nur einmal in seinem Leben eine echte Kanzel einer Gemeinde bestiegen haben. Ansonsten war er so ein Haus- und Feld- und Wald- und Wiesenprediger. Die Leute kamen zu ihm nach Hause, er erzählte da was und predigte und er machte gerne Freiversammlungen. Ja, was war so seine theologische Prägung? Gerhard Ter Stegen, der war fasziniert von dem sogenannten Quietismus. Wir hatten den schon mal kennengelernt, der romanische Quietismus. Da gab es Leute in Frankreich, in Spanien, zum Beispiel die Madame Guyon, deren Schriften über das innere Gebet und so, das hat Ter Stegen total fasziniert. Er hat ihre Schriften ins Deutsche übersetzt. Und überhaupt hat er dann dadurch entdeckt, dass es im Katholizismus total viele tief fromme Menschen gegeben hat. Und die wollte er gerne seinen Zeitgenossen neu nahebringen. Er war ja evangelisch reformiert. Aber das hinderte ihn nicht daran, den Reichtum der katholischen Tradition zu entdecken. Und sein berühmtestes Buch wohl zu der damaligen Zeit, das war dieses hier, die Lebensbeschreibungen heiliger Seelen. Wir haben hier eine Ausgabe von 1786. Die hat einen ganz tollen Titel. Also der ausführliche Buchtitel dieses Werkes lautete Auserlesene Lebensbeschreibungen heiliger Seelen, in welchen nebst derselben merkwürdigen äußeren Lebenshistorie hauptsächlich angemerkt werden die inneren Führungen Gottes über sie und die mannigfaltigen Austeilungen seiner Gnaden in ihnen, wobei viele wichtige Nachrichten in allen Ständen des christlichen Lebens vorkommen, zur Bekräftigung der Wahrheit und der Möglichkeit des inwendigen Lebens aus verschiedenen glaubwürdigen Urkunden in möglicher Kürze zusammengetragen. Das ist der vollständige Buchtitel der auserlesenen Lebensbeschreibungen heiliger Seelen. Das waren damals ungefähr so 500-600 Seiten Biografien von katholischen Mystikern. Das ist auch später nochmal, heutzutage nochmal nachgedruckt, Leben heiliger Seelen. Heute beschränkt man sich so auf ein paar, die er da so dargestellt hat. Katharina von Siena, Franz von Assisi, Johannes Tauler, Nikolaus von der Flüe und so. Das war schon erstaunlich, dass ein reformierter Pietist katholische Mystiker der Welt neu nahegebracht hat. Der Ter Stegen war kein Katholik, ihm blieb das katholische Denken
der katholische Ritus, Amt und Sakrament, Liturgie und Messe und so, das blieb ihm alles fremd. Aber diese mystischen Katholiken, die fand er total gut und von denen hat er total viel gelernt. Gleichzeitig blieb er aber auch ein Bibeltheologe. Die Bibel war für ihn total wichtig. Sie ist für ihn ein göttliches Buch gewesen, die einzige unfehlbare Richtschnur. Da ist er total evangelisch. Aber für ihn war die Bibel vor allem ein Weg, um in die Beziehung zu Gott reinzukommen, ein Wegweiser ins Gebet. Er sagte mal, die Bibel ist keine Waffenkammer, sondern ein Arzneiladen. Sie ist nicht dazu da, dass man sich streitet und anderen irgendwelche Bibelverse um den Kopf haut. Sie ist ein Arzneiladen, eine Apotheke, aus der man sich bedienen kann, um Heilung zu finden für sich und andere Menschen. Ja, so war Gerhard Terstegen ein mystischer Pietist, der die Bibel angewendet hat zur Frömmigkeit, zur frommen Praxis. Insgesamt muss man sagen, dass er auch irgendwie eine widersprüchliche Persönlichkeit war, eine schillernde Persönlichkeit. Man kann ihn eigentlich ganz schwer einordnen. Hier so pietistisch reformiert, unkirchlich und gleichzeitig so offen für katholische Protagonisten. Auf der einen Seite suchte er die Einsamkeit, auf der anderen Seite waren ständig Menschen bei ihm, suchende Menschen, denen er sich auch nicht verweigerte, denen er sich bis zur Erschöpfung hingab, abends, bis es dunkel wurde, redete und betete er mit ihnen. Auf der einen Seite redete Terstegen sehr abfällig von Gelehrsamkeit, auf der anderen Seite war er selber total gebildet und kannte ganz viele theologische und geistliche Schriften von der alten Kirche an, von den Mystikern. Er las total viel, aber bildete sich nichts aufs Lesen ein. Auf der einen Seite lehnte er äußere Kirchengemeinschaft ab, fand die Landeskirche total verkommen, liberal, gottlos und ging da gar nicht zum Gottesdienst. Auf der anderen Seite lehnte er es auch ab, dass man sich separierte, dass man sektiererisch so eigene Grüppchen und Klüppchen machte. Auf der einen Seite verachtete er so alles Leibliche und Äußere. Auf der anderen Seite kümmerte er sich bei vielen Menschen um den Leib. Er hatte ein großes Wissen in Arzneikunde, er stellte verschiedenste Arzneimittel selber her, verschenkte die dann unentgeltlich armen Menschen, die krank waren. In seiner Zeit fällt der Siebenjährige Krieg, der auch im Ruhrgebiet wütete, und er kümmerte sich da aufopferungsvoll um Menschen. Also er hatte auch ein tiefes diakonisches Herz. Auf der einen Seite war er fast dauernd kränklich und litt an verschiedensten Gebrechen, redete schon früh davon, dass er ja bald sterben wird. Auf der anderen Seite ist er dann total alt geworden, trotz seiner ganzen Askese, also erst 72 geworden, das war für die damalige Zeit schon ein hohes Alter. Und das, obwohl er, sag ich mal, sich ganz schlecht ernährt hat und total viel gearbeitet hat, ist er doch ganz alt geworden. Auf der einen Seite sehnte er sich nach Frieden, nach Abgeschiedenheit. Er wollte nichts mit der Welt und all dem Streit zu tun haben. Auf der anderen Seite stritt er selber. Er schrieb Streitschriften, zum Beispiel gegen die Herrnhuter Brüdergemeinde. Zinzendorf fand das schade, dass irgendwie der Terstegen nicht so mit ihm klarkam. Er schrieb auch sogar mal gegen den alten Fritz, gegen Friedrich den Großen, den Philosophenkönig, eine Streitschrift. Also man kann ihn ganz schlecht einordnen. Und deswegen ist er bis heute so interessant und man kann immer noch ganz viel über ihn rausfinden, weil er nicht so eingleisig ist und weil man immer auch sagen kann, ja, aber gleichzeitig hat er auch noch das gemacht oder das gesagt. Also ihr könnt über ihn eine sehr interessante Seminararbeit vielleicht schreiben, denn er hat auch literarisch einiges hinterlassen. Da will ich euch noch was kurz vorstellen, zum Beispiel die Fromme Lotterie. Das ist hier, das gibt es teilweise hier so als kleines Büchlein, der frommen Lotterie. Die ist auch dann nochmal in einer anderen Ausgabe erschienen, in dem geistlichen Blumengärtlein. Das ist so eine Sammlung von Gedichten, die er gemacht hat.
Er hat über 1000 Gedichte geschrieben, geistliche Verse. Und in diesen Blumengärtlern ist dann hinten auch nochmal die fromme Lotterie angefügt. Und das fängt an mit dem tollen Satz: Dies ist der frommen Lotterie, wobei man kann verlieren nie. Das Nichts darin ist also groß, als wenn dir fiel das Beste los. Also diese Lotterie, was ist eine Lotterie? Eine Lotterie ist halt, man zieht einen los und gewinnt dann vielleicht. Gerhard Terstegen sagt, ich mache euch mal hier eine fromme Lotterie. Ich dichte mal 365 Verse und dann könnt ihr für jeden Tag immer einen ziehen. Und es ist immer ein Gewinn. Da sind keine Nieten drin. Und das war so ein bisschen auf der Linie der Herrnhuter mit dem Losen und so. Ich lese euch mal so ein Los vor. Zum Beispiel hier. Es gibt es teilweise einfach nummeriert, dann kann man eine Nummer ziehen. Teilweise gibt es das auch schon sortiert für die einzelnen Tage des Jahres. Also hier zum Beispiel einfach mal vom 9. Oktober. Lern stets vergnügt sein, wie dir es ist. Gott lieben, ohne Kunst und List. Einfältig ihn in allem schauen, dir nichts, ihm alles anvertrauen. Immer so einen Vierzeiler, so als Gedicht, den man sich so in den Tag mitnehmen kann. Manchmal noch mit einem Bibelvers so dazugesetzt, der dazu passt. Das ist die fromme Lotterie. Unser Gründer im Deutschen Gemeinschaftsdiakonieverband, zu dem hier Tabor, wo ich arbeite, gehört. Der Theophil Krawilitzki, der soll immer mal so auf großen Konferenzen immer mal so einen Vierzeiler von Terstegens frommer Lotterie zitiert haben. In diesen geistlichen Blumengärtlein sind also über 1000 solcher Gedichte, kürzere und längere, gesammelt. Teilweise wurden die dann auch vertont zu Liedern. Ungefähr 100 von Terstegen Gedichten gibt es auch als Lieder. Da sind jetzt so ganz bekannte Lieder daraus entstanden, zum Beispiel Ich bete an, die Macht der Liebe, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Oder Gott ist gegenwärtig, ein ganz berühmtes Lied von Gerhard Terstegen. Ja, so dass die haben dann auch den Weg in die evangelischen und katholischen Gesangbücher gefunden, der Ich bete an, die Macht der Liebe, sogar zur Bundeswehr, zum großen Zapfenstreich. So hat er also bis heute Wirkungen gehabt. Gerade in Nordrhein-Westfalen sind auch viele sozialdiakonische Einrichtungen nach ihm benannt. Pflegeheime, Krankenhäuser, Altenheime, Gemeindehäuser tragen seinen Namen. Das wohl bekannteste Terstegenhaus steht in Mülheim an der Ruhr. Das ist sein Wohnhaus gewesen, wo er 20 Jahre bis zu seinem Tod gelebt hat, in der Theinerstraße 1. Da ist das heutige Mülheimer Heimatmuseum, wenn ihr da mal lang kommt. Terstegen starb am 3. April 1769. Und damit wir uns so sein Umfeld noch ein bisschen besser vorstellen können, zeige ich euch jetzt mal etwas, wo ein paar Bilder von einem Besuch, den ich da mal gemacht habe. Also erst nochmal, bevor wir dahin kommen, hier zwei Zeichnungen, die man teilweise mal findet, die Gerhard Terstegen zeigen sollen. Aber dieser Terstegen, der hat es immer abgelehnt, sich malen zu lassen, und es gibt kein authentisches Bild von ihm. Es gibt also sehr unterschiedliche Bilder, wo Leute gesagt haben, das Terstegen, aber wahrscheinlich stimmen die beide nicht. Stellt euch Terstegen vor, wie ihr wollt. Ein richtiges Porträt gibt es nicht. Hier sehen wir jetzt in Mülheim an der Ruhr Terstegens Wohnhaus, wo er 23 Jahre gewohnt hat. Da, wo der Pfeil links drauf zeigt, heute das Heimatmuseum in der Altstadt von Mülheim. Heute, als ich da war, war das gerade mit einem Gerüst eingerüstet und man konnte das so zwischen zwei Häusern gerade so ein bisschen erblicken. Da rechts daneben ist das heute das evangelische Gemeindehaus der Kirchengemeinde. Und da zeigt jetzt hier der grüne Pfeil drauf. Und rechts zeigt der rote Pfeil auf die große evangelische Kirche. Also Terstegen hätte eigentlich so
50 Meter einfach rübergehen können zur Kirche, hat er aber nicht gemacht. Er stand mit der Landeskirche doch etwas auf Kriegsfuß in seiner Zeit. Trotzdem hat man ihm heute vor der Kirche ein Denkmal gesetzt. Da steht das große Terstegen-Denkmal, wo immer mal wieder auch frische Blumen sind. Auf dem Denkmal steht: dem seligen Gerhard Terstegen setzten dies Denkmal mehrere seiner Freunde im Jahr 1838. Also ungefähr 70 Jahre nach Terstegens Tod hat er das Denkmal bekommen. Da steht auch nochmal seine Lebensdaten: geboren in Moers, gestorben in Mülheim an der Ruhr. Ein Bibelvers aus Maleachi 2, Vers 6 haben sie dazu gesetzt: er wandelte vor mir friedsam und aufrichtig und belehrte viele von Sünden. Und es steht eine Würdigung von Johann Jakob Burckhardt, der schreibt auf diesem Denkmal: hier ruht ein Gottesmann, ein Menschenfreund und Christ, der Recht durchs Kreuz bewährt, nunmehr vollendet ist. Ein Priester von Gott selbst, der stets vor ihm getreten und tausend Seelen Heil durch Christi Geist erbeten. Ein wahrer Seelenhirt, ein Vorbild Christi Herd, der Jesu nur gelebt und Jesum nur verklärt. Ach, dass ein solcher starb, doch nein, es lebt Terstegen und bleibt bei Zion hier in ew'gem Ruf und Segen. Ja, also 19. Jahrhundert Gedicht. Und hier sehen wir noch einen Terstegen-Freund, der dieses Denkmal mal besucht hat. Ja, und hier kommen wir jetzt zu Terstegens Blutbrief. Habe ich euch ja gerade erzählt, dass er 1724 sein Leben Jesus verschrieben hat mit seinem eigenen Blut. Man kann heute die Blutgruppe von Terstegen tatsächlich feststellen. Dieser Brief ist mal kriminaltechnisch untersucht worden. Es ist echtes Blut. Von daher weiß man, was Terstegen für eine Blutgruppe hatte. Weil dieser Brief so bekannt ist, lese ich euch den mal vor. Und zwar lautet er so: er hat ihn Gründonnerstag geschrieben, 1724, und fängt an: meinem Jesu. Wie ein Verlobungsversprechen, wie man es teilweise damals gemacht hat. Ich verschreibe mich dir, meinem einigen Heilande und Bräutigam Christo Jesu, zu deinem völligen und ewigen Eigentum. Ich entsage von ganzem Herzen allem Recht und Macht, so mir der Satan über mich selbst mit Unrecht möge gegeben haben. Von diesem Abend an, als an welchem du, mein Blutbräutigam, mein Goel, hebräisches Wort für Erlöser, durch deinen Todeskampf, Ringen und Blutschwitzen mich zum Eigentum und Braut dir erkaufet, die Pforten der Höllen zersprenget und das liebevolle Herz des Vaters mir eröffnet hast, von diesem Abend an sei dir mein Herz und ganze Liebe auf ewig zum schuldigen Dank ergeben und aufgeopfert. Von nun an bis in Ewigkeit nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Befehle, herrsche und regiere in mir. Ich gebe dir Vollmacht über mich und verspreche mit deiner Hilfe und Beistand, eher dieses mein Blut bis auf den letzten Tropfen vergießen zu lassen, als mit Willen und Wissen inwendig oder auswendig dir untreu oder ungehorsam zu werden. Siehe, da hast du mich ganz, süßer Seelenfreund, in keuscher, jungfräulicher Liebe dir stets anzuhangen. Dein Geist weiche nicht von mir und dein Todeskampf unterstütze mich. Ja, Amen. Dein Geist versiegle es, was in Einfalt geschrieben, dein unwürdiges Eigentum, Gerhard Terstegen, anno 1724. Also ein Ausdruck echter, vollkommener Hingabe an Jesus. Nur für ihn und mit ihm wollte er von da an leben. Hier nochmal kurz ein neues
Buchcover von seinem berühmten Buch der auserlesenen Lebensbeschreibungen Heiliger Seelen, wo er die katholischen Mystiker darstellt. Und hier so das Innencover, das Titelblatt von seinem geistlichen Blumengärtlein. Das ist schon während seiner Lebenszeit, glaube ich, in 7 Auflagen erschienen. Er hat es immer wieder erweitert, bis über 1100 Reime dann da standen. Und dann auch die fromme Lotterie damit drin. Wieso heißt das Blumengärtlein? Wir haben hier unten links ein, auf dieser Grafik ein Bibelvers. Er erquicket mich mit Blumen, denn ich bin krank vor Liebe. Ein Bibelvers aus Hohelied 2, Vers 5. Also jeder geistliche Vers ist eine Blume, die Jesus uns schenkt, um uns aufzumuntern sozusagen. Ja, seine berühmten Lieder, falls ihr das noch nicht kennt oder noch nie gesungen habt, empfehle ich euch, das mal zu singen hier. Ich bete an, die Macht der Liebe. Könnt ihr euch auch irgendein YouTube-Video angucken, wo irgendein Männergesangsverein das euch mal vorsingt. Oder natürlich Gott ist gegenwärtig, ein wunderschönes Anbetungslied, das es bis heute auch in die Lobpreiskultur geschafft hat, dass man auch in seiner persönlichen stillen Zeit in der geistlichen Besinnung singen kann, ein Lied des Bewusstwerdens von Gottes Gegenwart, ein mystisch frommes Lied, das einen tief in die Gegenwart Gottes hineinführen kann. Soweit meine kurzen Erzählungen über Gerhard Terstegen. Alles andere könnt ihr selbst entdecken. Ich wünsche euch viel Spaß und geistliche Inspiration bei der Beschäftigung mit Terstegen.